Hey, ich wollte dir Bescheid sagen, dass in 4 Tagen, 1, 2, 3, 4, findet mein Workshop statt, mein Live-Workshop, wie du in 1,5 Stunden dein Vision Board fürs Business in Canva erstellst. Ich wollte dir einfach nochmal Bescheid sagen, dass du es nicht verpasst. Es wird ein Live-Workshop sein, das heißt, wir treffen uns hier im Zoom. Wie du siehst, bin ich gerade schon in Zoom. Ich warte auf dich. Nee, Quatsch. Und wie du hier siehst, ist hier hinten schon ein Bild von Costa Rica, das wird nämlich Teil werden von meinem Vision Board. Ich bin gespannt, was Teil von deinem Vision Board sein wird. Ja, schreib doch auch gerne mal unter das Video, hast du schon mal ein Vision Board für dein Business erstellt? Wir werden uns am Freitag treffen, live in Zoom, und ich werde einmal eine kleine Meditation anleiten, wo du nochmal aus dem Alltag ein Stück rauskommen kannst, nochmal dich mit deiner Vision richtig tief verwurzeln kannst, wir die nochmal richtig auffrischen und lebendig machen. Dann gehen wir in Canva und ich zeige dir, wie du dort dein Vision Board erstellen kannst. Und ja, es kann sein, dass du immer schon mal ein Vision Board machen wolltest. Vielleicht weißt du auch theoretisch, wie es geht, aber vielleicht fehlt dir die Accountability dazu. Ja, so, wenn wir uns am Freitag treffen, wirst du die Accountability der Gruppe haben, dass du mit dabei bist, es live mit erstellst. Du kannst jederzeit Fragen stellen. Und ja, warum eigentlich so ein Vision Board? Ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen. Ich habe ja ADHS und bin auch vielbegabt. Das hat seine Vor- und Nachteile. Ein Nachteil ist, dass ich manchmal meinen Fokus verliere und dass ich manchmal auch meine Motivation verliere, vor allen Dingen bei Alltagsaufgaben, die ein bisschen schwieriger und anstrengender sind, die mich aber trotzdem meinem Ziel näher bringen. Ja? Und deswegen hilft mir so ein Vision Board total. Und ja, wie du siehst, habe ich mir schon mal ein Foto rausgesucht und das wird dann auch weitergehen. Ich werde live mit basteln an meinem Vision Board fürs Business. Die Idee ist, dass du am Ende vom Vision Board Workshop ein Bildschirm, Screensaver, wie nennt man das, ein Bildschirmhintergrund hast, wo dein Vision Board drauf ist, sodass du das direkt auf deinen Laptop machen kannst. Das heißt, wenn du anfängst zu arbeiten, siehst du gleich sofort dieses Vision Board, bist nochmal fokussiert, bist motiviert, dann auch die schwierigeren Aufgaben anzugehen. Das heißt, du hast deine Ziele, deine Vision immer gleich als Bild vor den Augen auf deinem Laptop. Ja, ich freue mich auf dich. Noch 4 Tage am Freitag findet es statt. Ich poste dir hier oben drunter irgendwo den Link nochmal zum Workshop. Schreib auch gerne nochmal auch in die Kommentare, falls du eine Frage hast, oder schreib mir eine Direktnachricht auf Facebook unter Eva Beer. Ich freue mich, von dir zu hören. Alles Liebe, Eva Beer.